Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hier zu meinem Thema die mündliche Abschlussprüfung in der ATA und OTA Ausbildung. Ja, hier hat sich so ein bisschen was verändert, denn die DKG ist ja nicht mehr, nun ist die ATA und OTA Ausbildung verstaatlicht worden und hier gibt es ganz neue Prüfungsmodalitäten. Des Weiteren möchte ich hier gerne Themeninhalte vermitteln oder nicht vermitteln, sondern auch aufzeigen, welche möglichen Themen sind Inhalte in der mündlichen Abschlussprüfung. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Wenn Ihnen das gefällt, was ich hier so gestalte und die Inhalte Ihnen zusagen und Sie mich gerne unterstützen möchten, dann würde ich mich darüber freuen, wenn Sie doch meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt zum Thema. Was gibt es Neues in der mündlichen staatlichen Abschlussprüfung der operationstechnischen Assistenten und der anästhesietechnischen Assistenten? Ja, hier gibt es so ein paar Erneuerungen und Veränderungen. In der DKG sah die mündliche Prüfung ein bisschen anders aus. Da war es so, dass mehrere Fachprüfer in einem Raum saßen und ein Prüfling kam rein und da mussten mehrere Bereiche eben halt entsprechend abgeprüft werden, immer so 10 Minuten. Der erste Bereich war meistens Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre. Im zweiten Bereich kam dann die spezielle Berufsfachkunde in Bezug auf OTA, operative Ablaufverfahren. Dazu kam aber auch noch Qualität und Recht hinzu. Und am Ende wurde dann nochmal der psychosoziale Bereich, also das berufliche Selbstverständnis, entsprechend abgeprüft. Das ist jetzt ein bisschen anders und hier werde ich einmal in diesem Video die Rahmenbedingungen aufzeigen, wie eben halt die neue mündliche Abschlussprüfung im Bereich ATA und OTA abläuft. Ja, warum beginne ich mit dem Video mündliche Prüfung ATA, OTA? Weil hier eigentlich meine Kernkompetenz drin ist, denn hier werden primär der psychosoziale Bereich, Soziologie, Psychologie und noch andere Themenbereiche entsprechend abgeprüft. Ich möchte Ihnen nun jetzt die Rahmenbedingungen vorstellen in der mündlichen, staatlichen Abschlussprüfung in der ATA und OTA-Ausbildung. Warum kann ich beides ganz gut zusammenpacken? Weil die Anforderungen und die Themeninhalte und die Kompetenzschwerpunkte und die Handlungskompetenzen in Bezug auf ATA und OTA identisch sind. Hier gibt es nur einen kleinen Unterschied. Die Fallsituationen, die im Vorfeld aufgezeigt werden, sind natürlich berufsspezifisch und entsprechend auch unterschiedlich. Ja, wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Wie gesagt, Sie bekommen eine komplexe Aufgabestellung mit einer Fallsituation. Das heißt, im ATA-Bereich ist die Fallsituation natürlich eine andere. Hier geht es primär auch um zum Beispiel die Einleitung. Ne, Patienten oder die zu pflegende Person ist in der Einleitung und bekommt hier eben halt Zugänge und so weiter. Im operativen Handeln geht es dann primär um Situationen, wie muss die Person auf den Tisch positioniert werden und wie ist der operative Ablauf. Hier wird die Fallsituation entsprechend anders sein, also zum Beispiel Appendektomie und dann wird eben halt hier eine Appendektomie durchgeführt. Das heißt also, die Handlungssituation, die Fallsituation ist berufsspezifisch, je nachdem, ob Sie aus dem ATA-Bereich kommen oder eben halt aus dem OTA-Bereich bekommen. Dann bekommen Sie eine komplexe Aufgabestellung, das heißt fallorientiert bekommen Sie Fragestellungen. Und das im Vorfeld der mündlichen Prüfung, die es zu bearbeiten gilt, in angemessener Zeit. Dazu komme ich aber später nochmal. Dann sollen Sie kompetenzorientiert geprüft werden. Das heißt also, Sie sollen Kompetenzen aufzeigen, die Sie erlangt haben in der mündlichen Prüfung. Da gehört die Fachkompetenz dazu, da gehört die personale Kompetenz dazu, wo das sozial-kommunikative Verhalten auch entsprechend eine Rolle spielt. Und Sie sollen selbstständig handeln können in unterschiedlichen beruflichen Kontexten. Das sind so Grundlagen für die mündliche Prüfung. Ja, abgeprüft werden letztendlich Fragestellungen, die fallorientiert sind und Kompetenzschwerpunkte aufzeigen.
Das heißt, es gibt ja hier in der ATA und OTA Ausbildung, ich schaue mal hier auf meinen Spickzettel, insgesamt 8 Kompetenzschwerpunkte. Die Kompetenzschwerpunkte und die Inhalte der ATA und OTA Ausbildung habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Kann ich gerne hier oben verlinken, angucken, lohnt sich. Ja, die Kompetenzschwerpunkte für die mündliche Prüfung ist einmal der Kompetenzschwerpunkt 3, 4 und 6. Was die Überschriften und die Inhalte sind von den jeweiligen einzelnen Kompetenzschwerpunkten, komme ich im Verlauf und hier bekommen Sie auch Tipps und verschiedene mögliche Themeninhalte von mir aufgezeigt. Ja, weiter von den Rahmenbedingungen ist es so, dass die mündliche Prüfung ein bisschen anders aussieht als in der DKG-Ausbildung. Also die ATA und OTA-Ausbildung ist ja nun verstaatlicht, ist jetzt nun anders reglementiert und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist hier auch festgelegt worden und die mündliche Prüfung ist ein bisschen anders. Denn in der mündlichen Prüfung wird es so sein, dass Sie 30 bis maximal 45 Minuten einzeln oder zu zweit abgeprüft werden können. Also hier, wir bei uns haben uns eigentlich für die Einzelprüfung entschieden. Das heißt also, eine Person zur Zeit wird entsprechend dann geprüft. Dann sitzen da auch nicht mehr so viele Leute. Es sind zwei Fachprüfer, die prüfen und die unabhängig voneinander eine Note quasi abgeben. Und hier macht dann durch ein arithmetisches Mittel der Prüfungsvorsitz letztendlich die endgültige Note, legt er fest. Ja, bestanden ist die mündliche Prüfung, wenn sie mit mindestens ausreichend abgeschlossen ist. Ja, von den Rahmenbedingungen schreibt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung jetzt keine Zeit vor bezüglich der Vorbereitungszeit. Also wir haben uns hier auf eine halbe Stunde geeinigt. Das heißt, die Auszubildenden bekommen vor ihrer mündlichen Abschlussprüfung ein individuelles Fallbeispiel mit komplexer Fragestellung, wo sie sich denn hinsetzen können, sich die Fallsituation zu vergegenwärtigen, die Fragen, die vorab formuliert sind, zu beantworten, für sich mal gedanklich durchzugehen und zu beantworten. Genau, das wird in einer angemessenen Vorbereitungszeit gemacht und dann kommen Sie in den eigentlichen Prüfungsraum. Ja, welche Kompetenzschwerpunkte sind nun relevant in der Prüfung? Und ich habe ja jetzt Zahlen schon aufgezeigt. Einmal der Kompetenzschwerpunkt 3 spielt eine hohe Relevanz, wo auch Themeninhalte sich dann ableiten lassen können. Ja, womit beschäftigt sich der Kompetenzschwerpunkt 3? Und das sind ja immer so furchtbar lange Sätze, die da so formuliert werden. Und dann gucken wir mal, welche möglichen Themen sind hier in der Prüfung gegeben. Was kann man so machen? Das natürlich nur exemplarisch, ne? Also so aus meinem Verständnis heraus und was ich mir so gut vorstellen kann und was so die Dauerrenner sind in den mündlichen Prüfungen gewesen sind in der DKG und können natürlich jetzt auch entsprechend übernommen werden in der staatlichen Abschlussprüfung. Ja, der Kompetenzschwerpunkt 3 ist interdisziplinäres und interprofessionelles Handeln verantwortlich mitgestalten. Interdisziplinär, interprofessionell. Das heißt, ATA und OTA ist Teamarbeit. Zunächst arbeiten Sie in ein Team. Und dieses Team besteht auch aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Und hier gibt es natürlich Situationen, Überschneidungen, die eben halt vielleicht auch konfliktbeladen sein können. Also ATA, OTA ist Teamarbeit. Das heißt, und dieses Interprofessionelle, da haben wir also unterschiedliche Berufsgruppen, mit denen es ATAs und OTAs zu tun haben. Die ATAs haben mit OTAs zu tun und die OTAs haben mit ATAs zu tun, aber sie haben auch mit also mit Medizinern, Operateuren, nicht Internisten, Anästhesisten, Operateure letztendlich dann auch zu tun. Das heißt, sie arbeiten in einem interprofessionellen Team. Ja, nun stellt sich ja die Frage, was heißt denn das thematisch inhaltlich? Ja, ATA, OTA ist Teamarbeit. Hier sollten Sie zunächst einmal auch definieren können, was bedeutet sie eigentlich Team? Welche Merkmale gibt es,
dass man die Gruppe als Team bezeichnen kann. Da gibt es so unterschiedliche Ansätze. Ich gerne benutze die themenzentrierte Interaktion von Ruth Kohn und kann anhand der Merkmale, die dort aufgezeigt sind, eine Gruppe entsprechend beschreiben. Ja, dann entwickeln sich ja auch Gruppen, je nachdem, ne, wenn jetzt ein neues Team sich zusammengepackt hat, entwickelt sich das im Verlauf. Welche Teamentwicklungsphasen sind hier bekannt, ist auch immer gerne ein Dauerbrenner. Ne, Teamentwicklungsphasen zum Beispiel nach Tuckmann, die sind immer gern gesehen. Ne, also Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning, wobei Adjourning kommt seltener vor im Krankenhausalltag, dass sich Gruppen auflösen und es zu einem Abschied kommt. Hier können Sie sich thematisch, inhaltlich schon mal ganz gut drauf vorbereiten. Ein weiterer Aspekt, was ich eben schon erwähnt habe, dass Sie ja interdisziplinär, multiprofessional mit unterschiedlichen Berufsgruppen zu tun haben, kann das natürlich auch zu Konfliktsituationen führen. Ne, zum Beispiel der Operateur mit den OTA, wenn ja die Chemie nicht passt und gemeinsam am Tisch zu stehen ist, kann es hier eben halt auch zu Konfliktsituationen kommen. Oder es kommt eben halt zu Konfliktsituationen zwischen Anästhesisten und eben halt der ATA. Aber auch innerhalb des Teams OTA und ATA könnte es natürlich auch zu Teamkonflikte führen und kommen. Und hier ist ja nun erstmal die Frage, welche Teamkonflikte können denn da überhaupt passieren? Ja, so, wenn ich jetzt an meine Krankenhauszeit zurückdenke und meine Intensivstationszeit, habe ich da so einen Dauerbrenner. Urlaubsplanung, ne? Über 30 Mitarbeiter kommen zusammen und wollen ihren Urlaub planen. Da gibt es persönliche Bedürfnisse und unterschiedliche Bedürfnisse und da gibt es enorm Konfliktpotenzial. Das heißt also, hier haben wir interpersonelle Konfliktsituationen, die eben halt möglich sein können. Ja, da muss man zunächst einmal überlegen, was bedeutet überhaupt Konflikt? Und Sie, vielleicht kennen Sie das aus meinen anderen Videos. Konflikt kommt von Konfliktus, Verb ist konfligere, bedeutet zusammenstoßen, zusammenprallen. Es gibt Unvereinbarkeiten, wo Werte, Normen, Bedürfnisse und Wünsche nicht zusammenkommen, unterschiedlicher Personen. Und hier kommt es immer dann auch zu Beeinträchtigungen. Ja, hier sollen Sie als ATA und OTA im Bereich Konfliktmanagement natürlich sensibilisiert werden. Woran erkennen Sie überhaupt, dass ein Konflikt da ist? Wie viel Energie raubt eigentlich ein Konflikt? Und wie eskalieren Konflikte? Und ja, wie machen sich Konflikte eigentlich, wie stellen die sich dar? Symptomatisch stellen die sich dar. Naja, wenn Sie dafür sensibilisiert sind, dann können Sie dann auch eine gewisse Kompetenz an Konfliktfähigkeit aufzeigen. Und die Konfliktfähigkeit ist eben halt auch im personellen Bereich eine Kompetenz. Ja, wie können Sie diese reflektieren? Wie können diese auch entsprechend bewältigt werden innerhalb des Teams? Und da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, indem man zum Beispiel, ja, zum Beispiel die kollegiale Beratung als Konzept nach Schlee sich mal anschaut. Und wenn die kollegiale Beratung nach Schlee ihre Grenzen hat, gibt es ja auch Supervision zum Beispiel, wo von extern jemand kommt und Gruppen-Teamkonflikte entsprechend durch eine Supervision bearbeitet. Aber was kann das Team durch sich selbst und wie kann denn auch kommunikativ, wie können denn da auch Konflikte entsprechend angesprochen werden und bewältigt werden? Ja, weiterer Themeninhalt für die interdisziplinäre Zusammenarbeit im interprofessionellen Team ist natürlich auch der Themenbereich Einarbeitungskonzept. Na, also Sie als Fachkraft im Bereich ATA und OTA haben natürlich dann auch mit neuen Kollegen zu tun, die entsprechend eingearbeitet werden können. Zudem kommt hinzu, dass natürlich auch Sie ohne Weiterbildung zum Praxisanleiter, Praxisanleiterin oder berufspädagogische Weiterbildung in der Praxisanleitung auch genannt, entsprechend ja vielleicht auch Auszubildende an die Hand bekommen, die es gilt, angeleitet zu werden. Ja, einen Schluck trinken. Ja, dann der weitere Kompetenzschwerpunkt, der inhaltlich thematisch abgeprüft wird,
ist der Kompetenzbereich 4. Und ich lese mal vor, wie es in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in der Anlage 3 müsste es sein, drin steht. Also Kompetenzschwerpunkt 4. Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit übernehmen. Lebenslanges Lernen. Berufliches Selbstverständnis entwickeln und berufliche Anforderungen bewältigen. Da steckt eine Menge drin. Ja, was steckt da drin? Da steckt drin berufliches Selbstverständnis entwickeln. Da steckt drin lebenslanges Lernen. Das heißt, welche beruflichen Chancen haben Sie überhaupt, wenn Sie Ihre Ausbildung beendet haben? Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Wie können Sie selbstständig Wissen sich herbeiholen, was auch fundiert ist und wissenschaftlich eine Grundlage aufzeigt? Wie können Sie erkennen, dass vielleicht auch Defizite vorliegen, die Sie durch eigenem Engagement, lebenslanges Lernen entsprechend umsetzen? Ja, wenn man sich das mal überlegt, lebenslanges Lernen. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt immer irgendwo auf einer Bank gesessen und war Teilnehmer in Weiterbildung, Studiengänge und so weiter und so fort. Das heißt also, man ist nie fertig und man muss immer, man muss nicht, aber man sollte und man sollte das auch für sich tun. Ne? Bildung ist das, was einer einen nie wieder nehmen kann. Es bleibt bei mir, in mir und ist insofern auch entsprechend wichtig. Ja, lebenslanges Lernen, dann das berufliche Selbstverständnis entwickeln. Wie baut sich das zusammen? Ja, und da kann man sich mal das Konzept der Soziologie, soziale Rolle angucken. Da gibt es ja auch entsprechend Aspekte für die Berufsrolle, ATA und OTA. Ein Aspekt sind ja all die Erwartungshaltungen, die Sozialisation an den Rolleninhaber stellt. Ja, da stelle ich die Frage immer ganz gerne im Unterricht. Wie stellen Sie sich eine gute, perfekte ATA oder OTA vor? Welche Aspekte muss eine gute ATA oder OTA eigentlich mitbringen? Und da wird gesammelt, ne? Also aus unterschiedlichen Werte und Normen und Haltungen. Was muss eine ATA oder OTA entsprechend mitbringen, um als gut bewertet zu werden? Und dann sind viele Anforderungen. Ja, also ein Aspekt der soziale Rolle oder Berufsrolle, Erwartungshaltung an den Rolleninhaber, wird in Sozialisation erlernt. Und Sie sollen ja im Rahmen der Ausbildung berufspolitisch, wissenschaftliches, rechtliches mit einbeziehen, um Ihr Berufsbild als ATA bilden auch zu können. Und da stecken natürlich dann auch thematisch inhaltlich einiges drin. Ja, der dritte Aspekt, um vollständig zu machen, der sozialen Rolle, ne, also einmal Erwartungshaltung wird erlernt in Sozialisation. Dritter Aspekt wird durch Sanktion garantiert. Das heißt, wenn Sie den Erwartungen nicht entsprechen, bekommen Sie Sanktionen, die sehr vielfältig aussehen können. Sei es im Team, sei es durch Pflegedienstleitung, sei es durch den Mediziner, sei es durch Juristentum, also rechtliche Aspekte. Das ist ein Themenbereich, den man hier ganz gut betrachten kann in der mündlichen Prüfung. Letzter Aspekt ist Belastungssituation im beruflichen Alltag bewältigen können. So, und dann stellt sich ja die Frage, ich gucke nochmal meine, ich habe so eine lustige Übersicht, die ganz hübsch ist, dann stellt sich ja die Frage, was sind denn Belastungssituationen und welche Anforderungen sind damit gemeint? Ja, und wir haben ja im Bereich, im operativen Bereich ATA, OTA mit auch diversen Belastungssituationen zu tun. Die gilt es nun zunächst einmal zu erkennen. Sei es zum Beispiel Stress, sei es Burnout, Coolout, sei es auch Mobbing. Und diese führen letztendlich auch zu psychischen und körperlichen Problemen. Ne? Auch stehen die ganze Zeit am Tisch, die Last auf meinen Rücken. Und das Stehen am Tisch kann ja auch entsprechend für den Rücken manchmal auch Situationen darstellen. Das heißt, Belastungssituation erkennen, wo Themenbereiche möglich sein können. Also ich liebe sie abgöttisch und das ist ja auch so meine
Kernbaustelle. Stress, Burnout, Mobbing, Coolout wäre so möglich. Natürlich auch das Thema Rücken schont. Diese Themenbereiche können natürlich zu einer Berufsunfähigkeit führen, zu Frühverrentung führen. Und das wollen Sie ja vermeiden, indem Sie auch präventiv tätig sein können. Wenn Sie darüber Kenntnis haben, welche beruflichen Anforderungen und Belastungssituationen es gibt, gibt es auch immer die Möglichkeit, auch vielleicht präventiv einiges zu leisten, um kein zum Beispiel Burnout, und Burnout führt ja in eine Erkrankung wie Depression, Angst- und Panikstörung, psychosomatische Störung oder in Abhängigkeitsstörung. Und was kann ich da tun, um eben halt vielleicht doch im beruflichen Alltag gesund zu bleiben? Ja, Kompetenzschwerpunkt 4. Viele wunderbare mögliche Themeninhalte, die man hier so prüfen kann. Kommen wir zum Kompetenzschwerpunkt 6. Den lese ich auch noch mal vor. Ach so, apropos, da fällt mir noch was ein, möchte noch was zwischenschieben. Zu diesen jeweiligen einzelnen Themeninhalten habe ich, also die Prüfungsschwerpunkte, was habe ich eben gesagt? Mobbing, Burnout, Stress, Stresstheorien und Stressprävention. Schauen Sie mal auf meinen Kanal. Ich habe viele Prüfungsthemeninhalte auch schon ein Video zu gemacht. Und anschauen lohnt sich und abonnieren natürlich auch. So, aber kommen wir zum Kompetenzschwerpunkt 6. Ja, ich lese den Kompetenzbereich 6 vor. Das kann sich kein Mensch merken, wie da die Überschrift ist. Ich fange an. Mit Patienten und Patienten aller Altersstufen und deren Bezugsperson unter Berücksichtigung soziologischer, psychologischer, kognitiver, kultureller und ethischer Aspekte kommunizieren und interagieren. Ja, das ist der Kompetenzbereich 6 und der ist natürlich auch thematisch inhaltlich spannend und kann entsprechend geprüft werden. Was kann hier möglicherweise der Fall sein? Hier steckt was drin, fange ich doch damit mal an, im Bereich der Psychologie, Kommunikation. Hier gibt es unterschiedliche kommunikationswissenschaftliche Grundlagen und Theoretiker. Fangen wir an mit Carl Rogers, ne? Das aktive Zuhören. Dann gehen wir mal weiter, der Dauerbrenner Friedemann Schulz von Thun, die vier Seiten einer Kommunikation. Dann schauen wir uns nochmal an Watzlawick. Man kann nicht kommunizieren. Dann können wir uns angucken, wo gibt es Kommunikationskonflikte oder Schwierigkeiten, sei es, weil die zu pflegende Person vielleicht ein Hörgerät hat, sich nicht orientieren kann aufgrund vielleicht auch hirnorganischer Situation heraus. Wie können Sie da Ihre Kommunikation im Umgang mit den Menschen entsprechend anpassen? Ja, dann hat die Kommunikation auch noch drei wichtige Grundlagen. Ich nenne es immer die drei E's der Kommunikation nach Carl Rogers, ne? Ich bin echt authentisch, pflege keine Patientenstimme. Ich nehme die Situation des Menschen ernst, also ernst nehmen. Und ich bin empathisch und kann mich in die Situation meines Gegenübers hineinversetzen, hineinfühlen und die Welt mit den Augen des Patienten letztendlich dann auch betrachten. Dann kann ich auch in diesem Bereich noch den Bereich der Perzeption mit einbauen. Perzeption ist ja Wahrnehmung. Wie finde ich, wie nehme ich wahr? Und wo ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und gezielte Beobachtung? Weil Krankenbeobachtung folgt ja auch durch ATA und OTA und wie können wir gewisse Dinge und Themeninhalte beobachten. Also wir haben Kommunikationstheorien, die ich gerade aufgezeigt habe, kann ein Thema sein. Dann haben wir auch nochmal der Bereich der Bedürfnisorientierung. Hier ist ganz hübsch, um einmal Bedürfnisse benennen zu können. Finde ich nach wie vor die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow sehr lohnenswert. Ne, Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse, also Wertschätzungsbedürfnisse
und Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Hier sind ganz viele Bedürfnisse zugeordnet, die man sehr hübsch benennen können kann. Aber was auch wichtig ist, die auch letztendlich zu erkennen bei meinem Gegenüber, Patienten, und welcher Bereich, welches Bedürfnis ist eigentlich defizitär, wo bedarf es meine Unterstützung als Fachkraft im Gesundheitswesen. Gern gesehen, finde ich auch ganz prima das Thema, sollte man vielleicht sich gut vorbereiten. Ja, dann die allgemeine Psychologie und die Soziologie. Ja, womit beschäftigt sich eigentlich Soziologie? Womit beschäftigt sich die Psychologie? Ich finde ja den Schwerpunkt klinische Psychologie und Sozialpsychologie auch ganz interessant und wichtig. Und hier sind auch Bereiche daraus zu erkennen. Welchen Aspekt gibt es noch? Ah ja, Beratung, auch ein schöner Aspekt. Sie als Fachkraft und Experte in Ihrem Bereich sollen natürlich im beruflichen Kontext auch beraten können. Ja, hier kann man zum Beispiel Beratung ja auch differenzieren. Es gibt die Expertenberatung, wo Sie als Expertin oder Experte beraten und anleiten in Ihrem beruflichen Kontext. Und dann gibt es ja die Prozessberatung, da ist der Experte meistens der zu beratende, die zu beratende Person. Warum? Wenn es zum Beispiel um Lebensbereiche geht oder Lebensentwicklungen geht, dann ist hier natürlich entsprechend der Experte des eigenen Lebens die zu beratende Person und wir begleiten die zu beratende Person. Was geht da noch rein? Achso, im psychologischen Bereich, weil Sie ja auch mit aller Altersstufen und Strukturen zu tun haben können, kann man hier natürlich auch den Bereich der Entwicklungspsychologie mit einbauen. Hier bin ich zum Beispiel ein Freund von Erikson, der die psychosoziale Entwicklung entwickelt hat. Und hier ist das Spannende bei diesem Herrn, der hat von der Geburt an bis zum Tod Entwicklungssituationen entsprechend beschrieben. Ja, das war es auch schon zu den Kompetenzschwerpunkten und meine Tipps. Geht es weiter zum Thema, wer ist überhaupt eigentlich anwesend? Also in der mündlichen staatlichen ATA und OTA-Prüfung sind zwei Fachprüfer, Fachprüferinnen anwesend, die entsprechend unabhängig voneinander die Situation bewerten. Dann gibt es in der Regel einen Prüfungsvorsitz. Die Prüfungsvorsitzende oder der Prüfungsvorsitzende, der hat die Gewalt, eine Gesamtnote zu erheben, macht dann ein arithmetisches Mittel aus beiden Noten der Fachprüfer. Das heißt also, wir haben zwei Fachprüfer und wir haben Prüfungsvorsitz. Beide Fachprüfer prüfen unabhängig und kommen auf eine Note. Genau. Und was kann der Prüfungsvorsitz noch machen? Der kann Zuhörer einladen, wenn zum Beispiel eine Lehrkraft noch nie geprüft hat und auch prüfen lernen möchte, kann man eben halt Zuhörerinnen entsprechend einplanen, bis zu 5. Aber hier muss die zu prüfende Person entsprechend einwilligen. Das heißt, die muss ihr Okay dazu geben. Das heißt, Sie, wenn Sie geprüft werden, müssen gefragt werden, ob noch Zuhörer im Raum sitzen dürfen. Und dann können bis zu 5 Zuhörer entsprechend dann auch mit eingeladen werden. Ja, kommen wir dann zu den Ergebnissen und Ergebnissicherung. Also wenn das Gesamtergebnis besser als ausreichend ist, gilt die Prüfung selbstverständlich als bestanden. Na, also sollten sich zwei Fachprüfer nicht einig sein, wird ein arithmetisches Mittel gezogen durch den Prüfungsvorsitz. Es wird eine Note gebildet und die Note muss mindestens ausreichend sein, um bestehen zu können. Ja, die Endnote, wenn denn die Note mindestens ausreichend ist, wird dann durch den Prüfungsvorsitz auch nochmal entsprechend bestätigt und hier gilt auch eine Vornotenregelung. Also die Vornote gilt erst dann, wenn die Prüfung mit mindestens ausreichend bestanden ist. Mit der Note ausreichend bestanden ist, dann greift die Vornote und die Vornote greift zu 25%.
dann folgt die endgültige Note, die da festgelegt wird. Ja, ich hoffe, dass ich hilfreiche Tipps hier in dem Fall mündliche Prüfung ATA, OTA zur Verfügung stellen konnte. Und ich hoffe inständig, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich selbstverständlich über einen Daumen hoch. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, sollten Sie das vielleicht tun, um weitere Bereiche eben halt auch sich anschauen zu können. Ja, was folgt noch? Es folgt noch die praktische Prüfung selbstverständlich und die schriftlichen Aufsichtsarbeiten, also die schriftlichen Prüfungen. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Bis dahin alles Gute und tschüss.